Hallöchen und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Ja, seid das in meinem Baum. Ja, das nimmst du Radzüchfarm. Gute. Wie heißt dieser typische Spruch? Gute Besserung, gute. Was weiß ich, ne? Gute Preise, gute Besserung, so rum. Ja, stimmt. Jetzt ist es mal wieder eingefallen. Aber. Naja. Eigentlich dürft ihr ja auch eine Razzia farmen. Oder Razzia farmen. Razzia farmen. Nummer 2. Es ist nicht zu fassen, ey. Ich schwör. Wie war das vorhin, Shiro? Guck nach links. Guck nach links. Ach ja. Der schlechteste Farmer ever. Sehen Sie heute in Teil. Ah, Schleudrositzo. Naja, das wird schon. Das wird schon. So, aber ich bin mal gespannt, wie es auf jeden Fall werden wird. Eins zu eins. Ja. Er wird sogar extra noch aufs Gas drauf drücken. Ach ja. Ich will gar nicht wissen, wie es morgen beim Fliegen wird, ey. Ob mir sonst, wenn mir einer entgegenkommt, ob ich dann auch so. Alter, ey. Da machst du Sachen mit. So. In Erwartung von der. Das stimmt. Nein, eine Boeing wird es zwar nett sein, aber. Alter. Ja, also wenn wir die Bäume angepflanzt haben, dann kann ich euch mal kurz zeigen, was, Oh, ja. Also ich kann euch gleich mal zeigen, warum ich sage, dass man mal morgen mal fliegt, weil ich will gerne mal, so erklären, ist für mich ein bisschen schlecht. Weil es geht zu tief in so einer technischen Materie einfach rein. Obwohl, die Aerosoft
keiner. Gab's da einen Shop? Weil für die Flusi-Woche wäre ab dem 25. Dezember wäre es gerne mal schlecht. Also, wie gesagt, das wäre nicht schlecht. Aber ich habe ja noch die, die DC sowieso. Ich habe mir das Modell nicht gesehen. Also Namen merken von Flugzeugen. Fällt mir ein bisschen schwer. Aber ist auf jeden Fall eine von PMDG. Wartet mal kurz. Ja, komme ich immer mehr auf den Trip. Es kommt kein Zug. Komme ich immer mehr auf den Genuss, Passagierflugzeuge zu fliegen. Ja, vor allem ältere Maschinen. Und die DC-6 ist ja eine Vier-Propeller-Maschine. Ah, mein Gott, ey. Ich muss mich so konzentrieren, da ich nichts Falsches sage. Entschuldigung. Kurz am Rande. Mir passiert öfters im Stream oder auch auf Aufnahmen, dass ich zwei Wörter oder zwei Sätze in ein Wort reinklatsch. Das heißt, dann sind wir so lustig, also, ja. aber ihr könnt gerne mal gerne Ausrufezeichen FFA eingeben. Also FFA, weil da bin ich nämlich in der virtuellen Airline mit drin. Zwörter, Jupp. Ja, genau. Zwörter. Der ist gut. Also da bräuchte ich wirklich jemanden, der mir ab und zu da immer mal so einen Clip da reinhaut, ne? es ist einfach nur lustig, ey. Genau, also wie gesagt, in dem Genuss von Passagierflugzeugen, weil ich momentan auch gerade nur die Lizenz bei der Airline habe für ein King Air 350Z. Es dürfte in meinem, unten auf YouTube dürfte noch die Box verlinkt sein, oder das. Tami, schönen guten Morgen, schön, dass du da bist, mein Lieber. Ja, Mahlzeit, ja, ich muss schon Mahlzeit sagen. Entschuldigung. egal. Nee, aber wie gesagt, da haben wir den letzten Flug gemacht und da werde ich ja nicht nur alleine sein. Mit der King Air anfangen. Verwöhnt. Wieso verwöhnt? Die ist, ich habe auch schon mit der Cessna geflogen. Bin auch schon mit der Cessna geflogen, oder? Guckt ihr noch an? Ich bin beim FS9er, Flugs Microsoft Flight Simulator von 2009, bin ich mit einer Cessna 172 und eine Beach Baron 58 analog geflogen. Nix Autopilot oder so. Da war ich ja noch aktiv mit ihr auf Evao unterwegs, ne? Evao ist eine Online-Plattform, wo Hobbypiloten auch, also richtige Piloten, aber auch Hobbypiloten drauf sind. Come Night Fly habe ich. Okay. Na gut, ich meine. Also, Shiro, ich bin ja wenigstens schon froh, dass. Das GSX-Programm läuft, ne? Nur die Abbildung von Lufthansa, das ist nicht mehr drauf. Und wie gesagt, wir wollen bis Februar dann auch dieses, den Thrustmaster vom Airbus haben. Also die Hardware-Steuerknüppel und die Mittelkonsole. Und also da ist halt schon ein bisschen
Fingerspitzengefühl wieder gefragt. Und meine absolut, wenn wir jetzt nochmal gerade vom FS9er drauf sind, Frachtflieger ist halt bei mir die MD-11. Die neuere für den 2020. Ja, seid mir nicht böse, aber ich habe meinen alten PC. Gut, dass du vorbeifährst. Ich habe meinen alten PC so weit aufgerüstet, dass wirklich da alles nur noch tiptop läuft, ne? Dass du sagen kannst, dass mit der MD-11, mit den ganzen Flughafenszenarien nonstop wirklich fliegen kannst, ey. Warte mal bitte kurz, hat gerade an der Tür geklingelt. Du bezahlst für einen Navigraph-Chart im Monat, also im Jahr bezahlst du, die sind halt richtig teuer. Aber glaub 8 Euro war es damals bei für einen Monat oder so. Für einen Datensatz. Und dann hast du ja noch das, dieses, den Fly-Tool gehabt, bei Simbrief, wie heißen sie? Simbrief und Navigraph, ja. Haben sie zusammengetan. Absolutes GA-Lieblingsflugzeug, die A2A Piper. Ja, Spur. Das. Ich hatte mal einen Kollegen gehabt. Oder einen Kumpel, einen Flusi-Kumpel, der hatte Turboprop gehabt. Sind wir mal nach Hannover, sind wir da irgendwie die Platzrunden geflogen. Das war cool. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fliege lieber mit einer, egal ob es eine King Air oder eine Beach Baron 58 ist, fliege ich gerne sehr, sehr, sehr gerne Platzrunden. Deswegen, ja, muss man mal gucken, wie wir das da so handhaben. Weil, also morgen ab 10:30 werden wir sowieso dann mit der Normalstream. Dienstag ist ja jetzt, wie gesagt, Community LS. Das wird auch bis dahin bleiben. Kann natürlich auch sein, dass ich das nicht mal 4 Stunden, sondern auch mehr raus, länger geht. Aber ja, je nachdem, wie es halt ist. Es wird böse unten hier. Das wird nix. So. Ja, die Reihen sind voll, ne? Nicht ganz, nicht ganz. Jetzt fahren wir hier noch Slalom, ey. Slalom, Baby, Slalom. So, das passt. Der Rest müssen wir halt nochmal pflügen. Aber ja, so kann es erstmal wachsen. Tage. Na, ja, das wird ja was. Das wird ja was. So, also. Dann hätten wir das auf jeden Fall mit der Baumschule teilweise jetzt mal erledigt.
Übrigens, die Aufnahmen, die wir jetzt machen, die 24 Tage dafür, dass du einen jungen Baum umnieten kannst. Ja, ich weiß. Ja, wir spulen sowieso die Zeit vor. Also, 24 Tagen dann hier weiterzocken? Nee, das machen wir nicht. Ja, alles klar, ey. Das wäre ja ein Ding, ey. So, das wäre ja ein Ding. Wir wollen ja nur schnell möglich die Achterbahn da fertig bekommen. Hey, ihr seht, da sind wir schon beim zweiten Kreisel da. Und bei der Werft. Aber pro Werft, kommt, lass uns mal noch schnell bei der Werft da vorbeihuschen. Wie weit die nämlich da ist. So. Weil da haben wir nämlich ordentlich schon Material hingeliefert. So, das ist ein kleiner Abschluss. So. Oh. Na. Oho. Ja, mei. Das Ding hat mir ja schon Gestalt an. Okay. Holzbalken. Aha. Holzbalken hat da keine mehr. Na, immerhin. Immerhin. Ja. Ich kenn Leute, die würden das mit 24 Tagen durchziehen. Du meinst mit 30 Tagen? Ich glaube maximal bis 30 geht's, oder? Einen ganzen Monat. Das habe ich mir für Haut Bellerot eigentlich auch so vorgestellt, ne? Aber. Nee. Das wäre mir dann doch ein bisschen zu arg. Also ja, ich würde. Also dann müsste man. Ja, ich weiß nicht. Es wäre eine Herausforderung, ja. Es wäre mal was anderes. Also. Da musst du schon wirtschaftlich denken. Ja. So, jetzt gehen wir noch schnell mal den Tracker reparieren. Kann man nämlich dann gleich mal hier stehen lassen. Reparieren. Oh Gott, 3000, ey. Und dafür, dass das ein Gebrauchter ist, dann haben wir schon seit der Stadt der Farm. So, aber dafür würde ich dann auch sagen, soll es erstmal von der Karte gewesen sein.